Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung des Lübser Fan Talks. Heute mit keinem geringeren als unserem Head Coach Christian Held. Moin Christian, ich überreiche gleich mal das Mikro, denn ich habe mein eigenes. Moin. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir haben gehört, Vertrag wurde verlängert. Ist eine Vertragsverlängerung ist immer so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, sondern ist ja auf von beiden Seiten. Was hat dich dazu bewegt, den Vertrag in Rostock zu verlängern? Na, zunächst einmal freue ich mich natürlich, weiter hier bleiben zu dürfen. Ich musste, um ehrlich zu sein, nicht lange überlegen. Also das erste Telefonat, was ich mit Jens dazu geführt habe, habe ich mehr oder weniger direkt zugesagt, weil für mich der Weg, den wir gemeinsam begonnen haben, noch lange nicht zu Ende ist. Wir haben noch viele Dinge vor, die wir sowohl sportlich, aber auch strukturell für die gesamte Organisation gemeinsam erreichen wollen. Ich finde, wir sind viele Schritte bereits gegangen, viele gute Schritte bereits gegangen, gerade auch was die strukturelle Entwicklung angeht. Und jetzt, wie gesagt, gilt es, diesen Weg kontinuierlich weiterzugehen und weiter hart zu arbeiten. Und aktuell natürlich der volle Fokus jetzt auf die Playoffs und alles, was danach kommt, damit befassen wir uns, wenn die Playoffs vorbei sind. Okay. Du sagst gerade, ihr habt viele Dinge vor. Was sind Dinge, die ihr vorhabt? Naja, also wir haben zum Beispiel das Team, also den Staff um das Team rum, jetzt im Sommer weiterentwickelt. Barges Hagen hat sich stark verändert. Also wir haben Rahmenbedingungen geschaffen, viel im Sommer. Das ist das eine, aber dann natürlich auch das Sportliche, wo wir uns kontinuierlich weiterentwickeln wollen und wo am Ende mit Sicherheit dann irgendwann das Ziel erste Liga ist. Ob wir das jetzt dieses Jahr erreichen werden, das wird man sehen, da werden wir jetzt alles dran setzen. Aber wenn das nicht so ist, dann muss auch da eben dieser Weg kontinuierlich weitergegangen werden, also die Mannschaft weiterentwickelt werden. Dirk hat das letztes Jahr schon ein paar Mal gesagt, dass so ein Aufstieg selten innerhalb von einem oder zwei Jahren passiert, dass das meistens auch bei Meisterschaften Mannschaften sind, die sich über viele Jahre entwickeln. Wenn man sich auch in der BBL die Mannschaften anschaut, die in den Finals spielen, dann sind das oft Mannschaften, die einen Kern über viele, viele Jahre zusammenhalten, eben weil es wichtig ist, das immer weiter zu entwickeln, immer wieder dieselben Dinge zu arbeiten. Und das ist eben auch hier der Plan. Alles klar. Lass uns ganz kurz auf die Saison nochmal zurückblicken. Die reguläre Saison ist ja seit Dienstagabend beendet. Mhm. Wie schätzt du die Saison ein? Naja, generell glaube ich, ist es ein Erfolg. Es ist, soweit ich informiert bin, die zweiterfolgreichste Hauptrunde, die Seawolves gespielt haben. Und von daher bewerten wir das auch als Erfolg. Das Ende haben wir uns mit Sicherheit anders vorgestellt, mit all den Schwierigkeiten, die wir hatten, die ja hinlänglich bekannt sind. Aber das stillt unseren Hunger noch nicht, sondern der Hunger ist riesig. Wir haben das jetzt abgehakt für uns, wir haben das aufgearbeitet. Und jetzt, wie gesagt, gilt es nach vorne zu schauen, gilt es aus den Fehlern, die wir gemacht haben, zu lernen. Und die Dinge, die wir gut gemacht haben, über einen längeren Zeitraum gut zu machen. Also einfach mehr Kontinuität dann auch gerade in die zweite Halbzeit zu bekommen. Okay, du sprichst es gerade schon an, in die Zukunft schauen. Die beginnt ja quasi heute. Gleich geht's los mit dem Bus Richtung Karlsruhe. Was erwartest du, was versprichst du dir von der ersten Runde oder generell von den Playoffs? Naja, Playoffs im Allgemeinen, da erwarten wir keinen schönen Basketball. Also das wird ein Kampf werden. Man wird zwei Teams sehen, die um jeden Zentimeter, um jede Sekunde fighten werden, um jede Possession, um jeden Ball. Und am Ende geht es dann darum, die Big Plays zu machen, also die Würfe zu treffen, wenn sie offen sind, defensiv die Stops zu kriegen. Und wie gesagt, da zählt jede Possession. Und von daher erwarten wir einen großen Kampf. Wir erwarten eine extrem enge Serie, die, glaube ich, über fünf Spiele gehen wird mit Karlsruhe. Und was wir sehen wollen, ähnlich wie wir das in der Saison gesehen haben, dass wir halt
es mit jedem Spiel auch besser schaffen, die aus dem Spiel zu nehmen, die zu kontrollieren und ihnen unser Spiel aufzudiktieren. Und ich finde, das haben wir in dem Spiel jetzt über drei Viertel sehr gut gemacht. Dreieinhalb Viertel, wenn man ehrlich ist. Und in den letzten viereinhalb, fünfeinhalb Minuten haben wir das nicht hinbekommen. Und ging das ein bisschen die Luft aus am Ende? Weil du lagst in der Koalition, lag das an der geringen Spieleranzahl? Naja, nicht nur an der geringen Spieleranzahl, sondern auch generell daran, dass die Spieler, die gespielt haben, zum großen Teil halt auch nicht fit waren. Mhm. Aber das ist mit Sicherheit eine Erklärung. Aber es ist keine Ausrede, sondern für uns gilt es jetzt darum, auch damit lernen umzugehen. Und da helfen uns natürlich gerade zu Hause die Fans, die wir einfach, ja, die am Ende diese 10%, 15% an Energie, die uns fehlen, gerade im vierten Viertel, die uns die nochmal geben kann, wenn die Halle dann laut wird, wenn da Emotionen reinkommen. Dann gibt das nochmal einen Push und dann vergisst man auch, dass man müde ist. Und darum geht es jetzt für uns. Also wir werden, glaube ich, auch jetzt am Samstag in Karlsruhe nicht bei 100% sein. Das können wir nicht. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Wir werden auch nicht vollzählig sein. Genau. Aber, wenn du vom Kampf sprichst, ob wir auch gewappnet sind mit voller Manpower, mit voller Stärke? Nein, werden wir definitiv nicht sein. Okay. Aber wie gesagt, darum geht es nicht, sondern es geht darum zu lernen, mental mit dieser Müdigkeit umzugehen und am Ende dann trotzdem in der Lage zu sein, die Plays zu machen. Und je länger die Serie dauert, desto müder wird auch Karlsruhe. Also von daher, das wird auch an denen nicht spurlos vorbeigehen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir am Ende dann eben in der Lage sein werden, damit umzugehen und eben auch in der Lage sein werden, die Big Plays zu machen, wenn es darum geht. Wunderbar. Wir alle drücken natürlich die Daumen, sind sehr gespannt auf Vielen die Playoffs und ja, wünschen alles, alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Are you ready for playoffs? Yeah, definitely. Well, we've been waiting for this all season, so we're happy it's here. Jens, Verträge sind ja immer eine zweiseitige Sache. Wir haben gerade von Christian schon gehört, was seine Beweggründe waren, warum er den Vertrag verlängert hat. Warum hast du mit unserem Headcoach verlängert? Ja, weil wir unglaublich glücklich sind, ihn hier zu haben. Wir haben ja letzte Saison verlängert, oder was heißt verlängert, da ist er aus der Co-Trainer in die Head-Coach-Rolle gewachsen mit seinem Vater als Sidekick. Eine Situation, die für uns erstmal auch ein bisschen erprobt werden musste, funktioniert das und das funktioniert hervorragend. Die beiden bilden hier draußen ein super Team. Christian hat sich nicht nur den Respekt der Jungs, sondern der gesamten Organisation verdient und war für uns folgerichtig, mit ihm auch in die neue Saison zu gehen. Unabhängig davon, ob wir jetzt in der BBL, Pro A oder Pro B oder sonst wo unterwegs sind, Christian ist unser Mann. Christian meinte auch, einer seiner Gründe war, dass ihr noch viel vorhabt zusammen. Was habt ihr denn so vor? zum einen immer logischerweise, klar wollen wir irgendwann gerne hoch, aber bevor man hochgeht, muss man halt auch einfach immer dann ready sein dafür. Das ist in vielerlei Dingen als Team, aber auch als Organisation. Christian ist ja jetzt hauptverantwortlich für all das um das Team drumherum und das Team hat sich nicht nur dieses Jahr, sondern auch in der Vergangenheit immer kontinuierlich weiterentwickelt. Daran werden wir auch in Zukunft setzen, also uns stetig zu verbessern. Das ist zum einen die Weiterentwicklung der bestehenden Spieler, aber auch immer gute Spieler nach Rostock zu lotsen, darum wird es gehen. Und dann, ja klar, wollen wir natürlich irgendwann dann gerne diesen Schritt in die erste Liga schaffen. Captain Chris Carter, jetzt geht's los in die Playoffs. Bist du aufgeregt? Ja, ich hoffe, wir haben ein gut gespielt. Und ich liebe meine Mannschaft. Ich denke, wir haben eine richtig gute Chance. Und wir müssen spielen alle zusammen und ich denke, das ist der Schlüssel. Wunderbar, viel Erfolg. Ja! Wunderbar, viel Erfolg. Dankeschön. Danke.